ist einer. Labt sich gerade einer. Ah ne, der wühlt in den Mülltonnen. Liebes. Waffenteile sind sehr selten. Vielleicht kann ich hier in Whitechapel bei dem einen Kerl, bei dem einen Händler ein bisschen was an Waffenteilen kaufen. Der Hedwig oder wie der hieß. Eigentlich gar nicht so schlecht, die beiden Skills. Oh Gott, da ist wieder so ein Werwolf. Ich finde lustig, dass ich einfach so einen fetten Wolf beißen kann. Wow. Der war schnell. Komm schon. Ja. Wieder beißen und dann heile ich mich nämlich direkt. Aua. Ah, der Kampf ist schon bedeutend einfacher jetzt hier mit dem Zweihänder. Hier irgendwie helfen. Ah, wollte ich mich von hinten anschleichen und dann sieht er mich doch noch. Bestimmt, weil die anderen mich entdeckt haben. Ja, mit denen habe ich gar kein Problem. Wieso lebt ihr denn noch? Was machst du da hinten in der Ecke? Sitzt der da im Eckchen? Alizin. Interessant. Ich würde mir noch ein bisschen mehr wünschen, dass man noch ein bisschen mehr entdecken kann. So abseits des Weges. Man hat ja ab und zu mal so ein paar NPCs, ein paar kleinere Quests, die man da findet. Aber ich würde mir wünschen, dass es noch ein bisschen mehr ist. Ein bisschen mehr als hier einfach ein bisschen Loot. Vielleicht wirklich mal ein paar Waffen oder so. Dass man noch ein paar Waffen zerlegen kann, ein paar Teile zerlegen kann. Ja, einfach noch ein bisschen mehr als diese Medikamente, die man findet. Das wär schön. Sorry, Alter, aber... Ihr seid von der falschen Seite. Eigentlich ist bei denen ja die Chance am höchsten, dass ich hier Waffenteile finde, oder? This is no place for a gentleman. Look at it. Vicious bugger. Aua. So, der ist hinüber. Der lebt noch. Der eine hatte doch eine Pistole dabei. Wie kann der denn? Hey, Pixelpuppe, vielen Dank für deinen Host. Danke, danke. Sowas finde ich immer so ein bisschen fragwürdig in Spielen, wenn einer eine Waffe dabei hat und da keine Waffe droppt. Beziehungsweise auch, wenn man irgendwelche, weiß ich nicht, Klauen oder sowas sammeln soll. Oder irgendwelche, weiß ich nicht, einen Wolfsschwanz, weil man Wölfe töten soll und dann der Wolf einfach keinen Schwanz dabei hat. Wie soll das funktionieren?
Oder Schildkrötenschuppen oder weiß ich nicht was. Und dann killt man Schildkröten und die Schildkröten haben einfach keine Schuppe. Wenn der Typ noch eine Pistole dabei hat, dann wünsche ich mir doch Waffenteile. Mal gucken, was hier inzwischen im Viertel läuft. Wollen mal wieder ein paar Leute heilen. Der hier war ja gesund, ne? Ich spreche trotzdem mal mit ihm. Vielleicht hat sich irgendwas Neues ergeben in der Zwischenzeit. Nein. Irgendwie, der Typ ist voll mysteriös. Über den habe ich noch gar nichts rausgefunden. So, er hier ist auf jeden Fall krank. Leidet an Erschöpfung, wie so viele. Good evening, Mr. Whittaker. His father would. Don't you faith? So, du bekommst erstmal 10 von mir. Noch irgendwas anderes. Oh. Wieso Sam jetzt zum Friedhof schicken? Habe ich ihn das nicht schon mal gefragt? Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. Danke, ich bin nicht die Einzige, die sich über sowas aufregt. Der hat eine MG dabei und ich sehe sogar am Boden liegen, aber ich kann sie nicht aufregen. What the fuck? Ja, genau. So geht's mir auch immer. Das ist schon irgendwie Spiellogik, ne? Also bei manchen Sachen kann ich es ja noch verstehen. Das kann man dann irgendwie noch verargumentieren, dass man irgendwie sagen könnte, okay, das ist vielleicht kaputt gegangen im Kampf oder so. Aber gerade bei Tieren, wenn ich irgendwie einen Wolfspelz brauche und einen Wolf töte, dann hat der noch, da hat er einen Pelz dabei zu haben. Alles andere ist nicht logisch. Goodbye, man. Wieso kann ich mich denn jetzt gerade nicht heilen? Weil die in der Nähe sind, die Leute? Ah, vielleicht. Kann ich mich deswegen nicht heilen? Okay, er leidet auch an Erschöpfung. So, erstmal kriegst du ein bisschen Medizin von mir, mein Bruder. Dann muss ich dich zwingen. Oh, hat der irgendwas Neues? Nein. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, dass die Geschichte zwischen hier den beiden Halunken hier irgendwie nicht so wirklich eskaliert ist, wie ich mir das irgendwie gewünscht habe. Was heißt gewünscht habe, aber ich finde es ein bisschen komisch. Der eine macht mit der Frau rum und es passiert einfach gar nichts. So, ich brauche Teil eines gewöhnlichen Griffes. Mal gucken, ob der das hat hier, der Gute. Fancy buying something, sir? You never lose. Der war doch Waffenhändler, wenn ich mich richtig erinnere. Right then. Show me what you have. Teil eines gewöhnlichen... Kleiner Teil ist das. Das hier ist Teil eines gewöhnlichen Griffes. Dann kaufe ich das doch. Kaufen. Einmal. Und der hat auch hier kleiner Teil eines guten Griffes. Aber ich brauche wahrscheinlich dann den normalen Teil. Um weiter abzugraden. Ah, schaut mal. Bei ihm kann ich auch verkaufen. 20. Wow. Okay, das bringt mir nicht viel. Kann ich jetzt theoretisch, oder was heißt theoretisch, auch praktisch, kann ich jetzt meine Waffe upgraden, oder? Oh, er ist auch erschöpft, dann muss ich dich auch schnell heilen. Und, wie ist es heute, Pixelpuppe? Geht's dir so? Das Wetter ist heute besser als gedacht. Ich hatte heute mit schlechtem Wetter gerechnet, wie die ganze Woche, aber noch scheint die Sonne, deswegen, vielleicht gehe ich gleich noch Rasen mähen. Show me what you have. Aber erst der Spaß, dann das Vergnügen. Oder wie war das nochmal? Ach nee, Quatsch, ich wollte ihn heilen. Fancy buying. You never. Do you need help? To be honest. So. I don't really. Nimm meine Medizin, Junge. Sei leise. Ich weiß, dass ihr alle meine Medizin nicht wollt, aber ich muss euch leider zu eurem Glück zwingen. So, wen haben wir denn jetzt noch hier in Whitechapel? Der erholt sich, der erholt sich, der erholt sich. Benjamin Palmer und Mason Swanborough und hier Richard Nethercutt. Richard Nethercutt ist doch hier hinten, denke ich mal. Bei uns Regen und kalt. Ja, es ist wirklich kalt geworden, das stimmt. Ich habe ja einen Pool aufgebaut, also einen kleinen Pool bei mir im Garten und den habe ich jetzt bestimmt schon eine Woche nicht mehr nutzen können, weil das Wetter echt uselig und auch kalt geworden ist. Wir hatten ja schon 30 Grad.
Ich hoffe nicht, dass es das jetzt wieder war für den Sommer. Und das Anfang Juni. Das wäre echt traurig. Vor allen Dingen, wo ich ja im Moment noch Urlaub habe. Ich wette, wenn die Arbeit dann wieder losgeht, dann haben wir wieder 30 Grad und ich darf dann schön im Anzug wieder los. Und das bei 30 Grad. Do you need medical attention, sir? It may be wise. Hey, Xali! Seid ihr ja wieder, alle am Start. Wenn er kommt, ihr immer im Doppelgespann, oder? Medizin. Dass ich die immer zwingen muss, meine Medizin zu nehmen. I'll leave you alone. Ich werfe so eine Zwischenlösung. Sonne und warm. Aber nein, es gibt nur Regen und kalt. Oder Sonne und brütend heiß. Ja, das ist halt Deutschland, ne? Deutschland gibt's das nicht. Dieses gemäßigte Wetter gibt's irgendwie in Deutschland nicht. Entweder hast du 35 Grad und übelste Hitze. Und dann aber auch meistens nicht lang, ne? Immer nur so ein, zwei Tage. Und dann ist es schon wieder, bricht die Schwüle so stark aus, dass es direkt gewittert und regnet. Und auch diese wechselhaften Tage hat man ja voll oft, ne? Dass man, dass es irgendwie morgens 30 Grad und Sonne ist und dann nachmittags regnet, sodass man auch nicht mal einen Tag an den See fahren kann oder so, weil es die Hälfte der Zeit dann doch regnet. Das nervt halt. Ich hab's jetzt auch endlich angespielt. Ja, vor allen Dingen muss ich nicht nur Anzug tragen, sondern auch öfter mal eine Krawatte. Das ist dann noch ekliger. Und wie gefällt's dir, Xali? Locke Pipo immer ein bisschen. So, dass es gerade ein kleines bisschen creepy ist. Aber nicht zu creepy, hoffe ich. Ich hänge gerade an dem Biest in der Kanalisation. Okay, dann bist du ja noch ganz am Anfang. In der ersten Stunde oder so. Ich habe jetzt langsam rausgefunden, glaube ich, für mich zumindest, wie das Ganze so funktioniert. Also zumindest das Kampfsystem fängt mir jetzt an, richtig Spaß zu machen. Ich hab's nur ein bisschen, ich hab nur die Story ein bisschen verkackt. Ich will euch da aber auch nicht spoilern, falls ihr das selber noch rausfinden wollt. Good evening, Ben. Ich hab's richtig verkackt in einem Bezirk. Und zwar in dem Bezirk, in dem wir hier gerade sind. Also passt auf jeden Fall auf, den Tipp kann ich euch geben, wenn ihr selber spielt. Mit Entscheidungen, welche Antwort ihr welchem NPC gibt. Und ihr müsst auch ein bisschen hinterfragen, was da steht. Bei mir war gar nicht klar, dass ich in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, im Prinzip die böseste aller Entscheidungen treffe, die ich treffen kann. Für mich hörte sich das so an, als wäre das die gnädigste Entscheidung, aber war es scheinbar nicht. Ich habe diesen ganzen Bezirk hier ins Chaos gestürzt mit meiner Entscheidung. So, ich glaube, damit habe ich jetzt wieder den ganzen Bezirk geheilt, oder? In den Bezirk. Erholt sich. Den muss ich noch finden. Mason Swansboro. Ist der Typ. Ich kann mich gar nicht erinnern, überhaupt mal mit dem gesprochen zu haben, ehrlich gesagt. Ali, du bist nie creepy und darfst doch nicht immer stalken. Mich immer stalken. Gut, sehr linear ist es halt und sehr dialoglastig, aber gefällt mir gut. Ja, das ist, muss man wissen, ne? Bei einem Spiel von Don't Not, dass es dialoglastig wird. Ist eigentlich vorher klar. Viele kommen damit nicht klar, da hast du auf jeden Fall recht. Es ist nicht jedermanns Sache. Es ist auch nicht sehr gefragt. Also hat auch nicht sehr viele Zuschauer. Als es rauskam, die ersten ein, zwei Tage auf Twitch, ging es ziemlich gut. Und auch die YouTube-Kanäle waren ziemlich... Da war es ziemlich gefragt, aber es hat sehr, sehr schnell nachgelassen, das Interesse. Wahrscheinlich, das ist zumindest meine Vermutung, ist einfach, weil es... Es ist nicht dieses Hau drauf, was vielleicht viele dachten. Dieses Action-geladene. Klar, es gibt Kämpfe. Die habe ich ehrlich gesagt gar nicht erwartet, dass das Kampfsystem so ausgeprägt ist. Ich habe viel mehr diese Dialogschiene erwartet, die es jetzt im Endeffekt auch hat. Und ich glaube, deswegen ist es bei vielen auch, denen ist das einfach zu langweilig, sich da eine halbe Stunde oder eine Stunde einen Dialog anzuhören. Und du hast manchmal wirklich eine Stunde Dialog, wenn du es... Guck mal, da laufen welche rum in dem Häuschen. Ich will aber diesen Kerl sprechen. Kranken. Komm, kämpfe ich mal hier. Verstehe trotzdem nicht, warum manche Berufsgruppen im Sommer keine kurzen Hosen tragen dürfen.
Ja, gut. Wenn es einfach nur aus Prinzip ist, weil der Chef es nicht möchte, dann kann ich es irgendwie auch nicht so ganz verstehen. Also in der Industrie kann ich es verstehen, da hat es manchmal Sicherheitsgründe, warum du keine kurze Kleidung tragen darfst. Ich habe zum Beispiel mal in der Chemie gearbeitet, da durftest du rein theoretisch auch im Sommer keine T-Shirts tragen und so, sondern musstest immer langärmlich rumlaufen, weil wir halt Chemie produziert haben mit dem Betrieb. Und da feines Pulver erzeugt wurde, was dann unter anderem auch nicht so gut war, wenn es auf die Haut kommt. Aber wenn da keine Sachen waren, die jetzt mega gefährlich waren, habe ich trotzdem immer T-Shirt getragen. Weil wenn mir ein Waschmittel, wir haben halt viel Waschmittel und sowas hergestellt, wenn mir da ein bisschen Waschmittel auf die Haut kommt, dann who cares? Ich habe jetzt nicht so empfindliche Haut, die dann irgendwie bei Seife direkt anfängt, Ausschlag zu bekommen oder so. Und ansonsten war das Zeug ja nicht schädlich. Naja, und jetzt ist der Zug bei mir abgefahren. Ich habe jetzt sehr viel mit Kunden zu tun und fahre sehr viel zu Kunden und ich muss auch Vorstellungsgespräche führen und so ein Kram und das ist durch jetzt, das Thema mit kurzer Hose und so. Stirb, du Werwolf. Wer die Viecher hier sind, habe ich auch noch nicht so ganz rausgefunden. Was das für komische Verwandlungen sind. Spricht hier. Schütze von Priven. Große Bestie. Ob ich hier schon gewesen bin. Ich glaube aber schon. Ja, doch, hier bin ich schon gewesen. Also ich habe bei dem Game 50% Zuschauer im Vergleich zu sonst. Ist korrekt, genau. Ich habe sogar weniger als 50% der Zuschauer. Ich würde fast sagen 10% der Zuschauer als sonst. Es guckt irgendwie kaum jemand. Am Anfang war es recht gut. Ich hatte mal einen Stream, als es rauskam, wo ich sogar fast Rekordzuschauer hatte. Ich habe ja nicht so viele. Ich hatte 15 Zuschauer oder so, glaube ich. Aber das war wirklich nur am ersten Tag und danach ist es wirklich extremst schnell gesunken. Was ich voll schade finde, weil das Spiel echt gut ist. Also ich habe bisher noch keine großen Schwächen festgestellt, muss ich sagen. Man muss natürlich diese Dialoge mögen. Ich finde den Typen nicht. Das ist vielleicht eine Schwäche, dass es auf der Minimap die NPCs nicht angezeigt werden. Hier dieser Mason Swansboro. Keine Ahnung, wo der Typ ist. Kann ich das irgendwie auf der Karte sehen? Ach, das ist der blinde Typ! Ach, das ist der blinde Typ, der in dem Haus ist. Ja gut, den kann ich im Moment noch nicht behandeln, weil der mich nicht reinlässt. Der braucht ja... Ich brauche mehr Überzeugungskraft für ihn. Gut, die hier holen sich auch alle, bis auf er hier. Ihn kann ich ja jetzt das Mittel herstellen. Gut, dann kehren wir zurück zum Krankenhaus. Ist das Krankenhaus... Das war gerade ein kleiner Bug. Bei der Sicherheitskleidung ist das klar, aber mal im Ernst. Für mich wirkt jemand bei kurzer Hose bei 30 Grad definitiv seriöser als einer mit langen Hosen. Ja, findest du, wenn du irgendwo zum Vorstellungsgespräch gehst und der Chef hat kurze Hosen an? Ist das seriös? Ich meine, okay, ich gebe zu, mich würde es eigentlich auch nicht stören, ob der Chef jetzt kurze Hosen an hat oder nicht. Oh Gott, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Oh Gott, einen. Nein, nein, nein. Will ich beißen? Wieso kann ich ihn nicht beißen? Okay, da fällt ihm noch ein Fitzel. So, jetzt aber. Er ist immer noch nicht tot. Ist ja eine Lucille. Ist etwas spezielles Game, aber mir gefällt es auch sehr. Kann es aber nicht wirklich vergleichen mit einem anderen RPG. Ja, das stimmt. Also vom Gameplay her ist es wirklich nicht leicht einzuordnen.
Von der Optik her erinnert es mich irgendwie an Dishonored. Wahrscheinlich einfach durch dieses Dunkle. Durch diesen Grafik... Ja, durch die Farbpalette eigentlich mehr. Das ist ja nicht mal der Grafikstil. Ansonsten ist es vom Gameplay her echt schwer einzuordnen. Ne? Es hat diese Dark Souls Aspekte mit der Ausdauer und... Aber es ist natürlich auch nicht Dark Souls, ne? Oder wenn, dann ist es sogar eher noch Bloodborne. Aber auch das ist es natürlich nicht, weil es dafür viel zu leicht ist. Im System. Ich glaube einfach, es haben zu viele Leute drum. Bitte? Ich glaube, es haben einfach zu viele Leute gespielt. Darum hatten die Viewer keinen Bock mehr drauf. Aber das ist doch bei allen Spielen so, oder? Alter, ich komme nicht zum Zug hier. Weil mir wieder die Ausdauer fehlt. So, jetzt. Seiner Fackel hier nervt auch. Ja. So, du bist jetzt auch Geschichte. Gerne diese Waffe von ihm, diesen Stab. Kann ich auch leider nicht mitnehmen. Sehr bequem aus, diese Haltung. Mein Chef hatte einen Kapuzenpulli an. Ich habe mich direkt wohlgefühlt. Ja gut, es kommt auch ein bisschen natürlich auf die Branche an, ne, wo man arbeitet. Nochmal glaub, das hattest du übersehen oben. Eine Frage. Wenn ich einen Burger aussauge, ist der dann automatisch tot? Du meinst hier diese NPCs, ja? Also diese richtigen Burger, ja, die sind dann tot. Also ich habe zumindest bis jetzt noch keinen irgendwie so ausgesaugt, dass derjenige gesund gewesen wäre. Wobei ich auch noch nicht viele ausgesaugt habe, weil ich ja den guten Weg spiele. Ich habe jetzt hier in diesem Bezirk diesen Typen hier getötet, diesen Clay Cox. Weil der wirklich ein widerlicher Abschaum ist, der Typ. Das ist halt so ein Bandit. Oh, warte mal, die Post kommt gerade. Ich bin sofort wieder da. Shot.